meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht herzlich hier bei uns und beim Konzert Musica Fantastica! Schön, dass ihr da seid. Ich führe heute Abend durchs Programm. Und ja, was soll ich sagen? Das Konzert findet ja oder fand mal ursprünglich so mal so alle zwei Jahre statt, kann das sein, so ein Dreh. Ja. Und da waren auch schon vielleicht der ein oder andere von Ihnen war da vielleicht auch schon mit dabei. Und wer da dabei war, der weiß, dass uns da heute Abend auch wieder etwas Besonderes erwarten wird. Denn eins kann man sagen, heute Abend werden die Jungs und Mädels zeigen, dass sie nicht nur, ich sage es ganz grob, befassen kommen, wo sie hingehen. 25 Musiker des Verfahrenszugs stehen hier heute auf der Bühne. Frauen, Männer, diverse, sagen wir so, oder? Okay, 25 Leute und innen, die sich mehr oder minder, also gleich nach der Phasensaison, in den Proberaum verkrümelt haben, um für heute Abend zu proben und sie damit auf das Trefflichste zu unterhalten. Aber nicht nur das. Es werden heute auch einige Gäste dabei sein, musikalische Wegbegleiter sozusagen, die dem Fanfarenzug in den letzten 30 Jahren freundschaftlich verbunden waren. Und ich. Wir erleben heute einen Streifzug durch die Pop- und sogar ein bisschen die Rock-Geschichte. Aber auch das ist nicht alles. Es wird heute noch die eine oder andere Überraschung geben, aber dazu später mehr. Die musikalische Leitung an dem Abend hat, wie auch meistens an der Phasen, und wie soll das anders sein, Wolfgang Isel. Dazu ist aber noch Folgendes zu sagen, Moment, sind wir unter uns oder können wir offen reden. Der Wolfgang hat dieses Jahr quasi sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Also quasi deswegen, weil er im Jahr 2000 zu Berufsbeginn quasi für ein halbes Jahr mal kurz in die zweite Reihe ging, aber jetzt ist er wieder da und ja, heute hat er alles soweit getriezt und gestriezt, also motiviert, dass es heute ein erfolgreicher Abend wird. Eröffnen wollen wir musikalisch gleich mit einem Hit, den ich ganz besonders toll finde, und zwar mit dem Titelthema von Mission Impossible. Der eine oder die andere von Ihnen, vor allen Dingen die älteren Semester, kennen das vielleicht noch unter Cobra übernehmen Sie. Heute kennt man das in erster Linie aus der Filmreihe mit Tom Cruise. Und die Musik stammt von Lalo Schifrin, einem argentinischen Komponisten aus Argentinien. Das Titelthema von Mission Impossible an den Anfang zu setzen, das war eigentlich eine ziemlich schöne Idee, weil als Wolfgang 1992 den Fanfarenzug übernahm, war das quasi auch so eine Art Mission Impossible. Der Verein war ein bisschen am Boden und auch er hatte quasi gerade erst mal zwei Jahre ein Instrument in der Hand und auf einmal sollte er die Leitung übernehmen nach dem tragischen Tod von Rosita Duksch. Aber mit Starthilfe von Bernd Kiefer und der Unterstützung seines damaligen Stellvertreters Volker Vogt hat er es, glaube ich, ganz gut geschafft. Unser damaliger Oberzunftmeister, der Joachim Bosch, sagte noch in dem Jahr zu ihm: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht zugetraut. Aber er hat die Chance bekommen. Und was soll ich sagen? Mission is possible. In dem Sinne, Isel, übernehmen Sie.
Wer vorhin oder gerade mitgezählt hat, wird bemerkt haben, dass da oben mehr als 25 Musiker stehen. Da haben sich nämlich jetzt bereits ein paar Gäste untergemischt. Ich würde euch einfach bitten, euch vielleicht dann ein bisschen zu erkennen zu ergeben, wenn ich euch jetzt gleich vorlese. In dem Sinne begrüße ich recht herzlich Hartmut Birk von den Moos Turbos. Hubert Vogt von den Moos Turbos. Thomas Hussler von den Thurgau Wenscht. Michael Luber von den Blues Brothers. Josef Huber von der Stadtkapelle Oberkirch. Und Felix Dutsch. Er ist heute privat hier. Der nächste Titel, den ich Ihnen jetzt ansagen darf, nennt sich Dream a Little Dream of Me. Dieses Lied wurde von Wilbur Schwand und Fabian André bereits 1931 geschrieben und wurde dann aber über 150 Mal gecovert. Und zwar von so Größen wie Louis Armstrong, Bing Crosby, Doris Day, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Michael Bublé, Robbie Williams und sogar Max Rabe. Für dieses Stück braucht es eine Solistin und damit komme ich zu Simone Bonert. Die ist seit 1992 im Fanfarenzug und inzwischen Jugendgruppenleiterin der Zunft. In der Musikschule wurde sie von Marc Hegenhauser ausgebildet. Sie spielt Klavier, Gitarre und ist mittlerweile sogar im Posaunenchor aktiv. Simone, bist du bereit? Bist du bereit? Gut. Dann viel Spaß bei Dream a Little Dream of Me. Thank you.
Ja, auch bei diesem Stück wurde der Fanfarenzug musikalisch unterstützt. Einerseits zum Teil von den eben genannten, aber jetzt kommt noch einer dazu. Und zwar der Raimund Kempf von der Stadtkapelle Oberkirch. Gleich hören wir ein Konzertwerk, das für den Fanfarenzug eine echte Herausforderung war. Das liegt daran, dass es in diesem Werk, für einen Fanfarenzug untypisch, sehr, sehr viele Tempowechsel und Effekte gibt. Nichtsdestotrotz hat sich der Fanfarenzug im Jahre 2009 schon einmal an diesen Song gewagt und wurde für Wolfgang auch zu einem absoluten Highlight der vergangenen Jahre. Also hören Sie nun ein Medley aus Walt Disneys Dschungelbuch. The Jungle Book. Mal sehen, welche Melodien Sie erkennen. Viel Spaß. Thank you.
von Sherman, Sherman and Gilkison. Jo. Wenn es mit der Musik nicht mehr so klappt, dann können Sie vielleicht eine Anwaltskanzlei anfangen. Naja. Auch bei diesem Metal waren ein paar Gäste dabei. Allesamt von der Stadtkapelle ausgeliehen. Müssen bei Gebrauch oder Nachgebrauch allerdings wieder abgegeben werden. Ich lese euch mal vor. Roland Bigott, Christian Danker und Michael Seidler. Jetzt kommen wir zu einem Titel, mit dem Wolfgang schon fast 10 Jahre schwanger ging, da ihm die zündende Idee gefehlt hat. Aber es scheint ja geklappt zu haben. Der Originalsong kommt von keiner geringeren Band als Queen. Queen wurde ja schon oft auf dem Fanfarenzug gespielt, allerdings noch nie Don't Stop Me Now. Thank you.
Grunts heißt der nächste Titel, den wir jetzt auf die Ohren kriegen werden. Und wie der Name vermuten lässt, ist hier vor allem die Rhythmusabteilung gefordert. Aber ich glaube, dennoch könnt ihr euch nicht ausruhen, oder? Darum, ich verliere gar nicht viele Worte. Viel Spaß mit Fascinating Drums. Thank you.
gab es neue Unterstützung, und zwar in Gestalt von Christian Schäuble vom Fanfarenzug Oppenau. Ja. Sie sehen, dieses Konzert ist sogar völkerverbindend. Gut, also ich habe ja schon vorhin so ganz leise erwähnt, dass es heute nicht nur rein musikalisch zugehen wird. Und deswegen würde ich jetzt gerne unseren Oberzunftmeister, den Stefan Bosch, auf die Bühne bitten. Applaus bitte für Herrn Bosch! So, vielen Dank, Carsten. Herzlich willkommen also auch von mir. Ich zwänge mich mal hier durch. Es wird sich gleich erschließen, warum. Also wenn der Oberzunftmeister mal hier bei so einem Anlass auf die Bühne kommt, obwohl er ja hier gar nichts zu tun hat, Moderation hatte Carsten Dietrich inne, er macht es gut, wie ich finde. Die musikalische Leitung, ja. Die musikalische Leitung obliegt natürlich Wolfgang Isler, auch er macht es gut. Also wenn dann trotzdem der Oberzunftmeister hier erscheint, dann muss irgendwas Besonderes sein. Und das ist es auch. Denn so schön das Konzert auch ist, und es ist doch, oder? Also, so schön das Konzert also ist, mischt sich doch auch den Eingeweihten zumindest ein bisschen Wehmut mit rein. Was soll ich sagen? Der Duxch Wolfgang hört auf. Wirkt überrascht. Hast du das gar nicht gewusst? Der Wolfgang ist in der Zunft was Besonderes, muss man wirklich sagen. Er ist seit 1985 aktiv in der Zunft. Und das Aktiv, das sollte man in dem Fall wirklich sehr, sehr wörtlich nehmen. Er ist unser Haus- und Hofschnitzer, macht Maßgeschenkle, die man mal so vergibt, oder sonstiges Zubehör für unsere Häse. Er ist dementsprechend auch lange Zeit Häsmeister gewesen, also der Herr und Inspekteur unserer Häse. Im Narrenkeller hat er die Landkarte vom Verbandsgebiet an die Wand gemalt. Die Karte, an der mal alle Mäskle von Verband Oberrheinischer Narrenzünfte hingen. Der Wolfgang hat immer, in meiner Wahrnehmung, also wirklich immer, den Aufbau für die Phaseneröffnung geleitet. Für viele Auftritte hat er die Kulisse gestaltet. Er ist immer bereit für irgendwelche Sonderdienste, zum Beispiel Thekendienste im Narrenkeller. Der Wolfgang ist da, wenn man gebraucht wird. Lange Jahre war er auch verantwortlich fürs Weinfass. Das kennen viele von unseren Umzügen. Da bringen wir immer ein Weinfass mit. Das muss aber gepflegt werden und instand gehalten. Hat er auch lange Jahre gemacht. Und dann natürlich seine Fanfare zur Karriere. Die hat 1992 angefangen, unter tragischen Umständen. Seine Frau ist damals verstorben. Und er hat sich aber bereit erklärt, da mitzumachen, um den Laden einfach am Laufen zu halten. Und er hat damit den Fanfarenzug zwar nicht allein, aber doch mit gerettet. Er hat früher schon mal die große Trommel im Spielmannszug der Offenburger Feuerwehr gespielt. Das wissen wahrscheinlich nicht mal im Fanfarenzug alle. Und logisch, dass er die dann auch in den Fanfarenzug mitgebracht hat. Seither also gibt es die große Trommel im Fanfarenzug. Seither spielt er sie, die große Trommel, und hat sich in den letzten Jahren seine Nachfolger selber quasi gezogen. Wie insgesamt in der Zunft war der Wolfgang auch im Fanfarenzug immer ansprechbar, wenn es Probleme gab, wenn es Hilfe gebraucht wurde oder wenn Events anstalten, also irgendwelche feste Veranstaltungen, Jubiläum, Hütteaufenthalte, Konzerte. Wolfgang war immer parat und war sich für nichts zu schade. Und jetzt, im zarten Alter von gerade mal 72 Jahren, hängt er die Trommel also an den Nagel oder besser auf die Schulter von Jüngeren. Wir haben uns gefragt, was schenkt man denn so einem Mann zum Abschied, der ja niemand so ganz ist, wie wir seit Bruder her wissen. An Zunftehrungen hat er ja quasi alles. Eine Schnitzerei, haben wir gedacht, wäre bei ihm vielleicht. Also wenn ihr jetzt Zoom ging und sagt, hey Wolfgang, kannst du mal nicht schnitzen, kannst du schon besuchen, was es ist. Nee, das machen wir nicht. Aber einer, der
hat, den muss man natürlich schon anständig ehren. Und deshalb, Wolfgang, möchte ich dich mal kurz nach vorne bitten. Musiker von Fantastica zum Ehrenmitglied der Narrenzunft Oberkirch zu ernennen. Ich darf kurz vorlesen, allzeit zu Urkund, die Narrenzunft Oberkirch e.V. tut hiermit kund und zu wissen, dass sie die hohe Verpflichtung und die große Freude verspürt, einen gar ehrenwerten Narren, einen beispiellosen Förderer der Zunft und edlen Bürger der Stadt, Wolfgang Duksch, als Dank und Anerkennung für die bewiesene Treue und geleistete Arbeit zum Wohle der Oberkircher Fasend geziemend zu deren honorablen und respektablen Ehrenmitglied mit Fug und Recht für alle künftigen Zeiten zu ernennen. Ohrig ist die Katz, solches im Namen der Zunft zu Urkund gegeben in der weinfrohen Narrenstadt Oberkirch Anno Domini am 13.05.2023. Deswegen ist mir eine besondere Freude und Ehre, ein kleines Schmankerl, ein musikalisches, für dich anzukündigen. Du weißt davon nichts bislang, aber jetzt und nur für dich einmal Prinz zu singen, Köller am Ring. Für dich, Wolfgang Duksch. Thank you.
Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil von Musica Fantastica. Jetzt geht's weiter. Bevor es losgeht, würde ich mich aber gerne noch beim Thekendienst bedanken für die tolle Arbeit. Vielen Dank für die Bewirtung. Ein Applaus bitte für das Thekendienst. Der zweite Teil des heutigen Abends beginnt mit einer Hymne, also im wahrsten Sinne des Wortes, denn so ist der Titel Hymne von niemand geringerem als Barclay James Harvest. Die Melodie ist eine Referenz an den Moody Blues Song Nights in White Satin. Sowohl die Hymne als auch der Poor Man's Moody Blues wurden von John Lees geschrieben und gehören zu den beliebtesten und meistgespieltesten Titeln in den Konzerten von Barclay James Harvest bzw. seinen Nachfolgebands. 1971 kam das Lied heraus und wird seitdem oft auch als Weihnachtslied missbraucht, muss man sozusagen, weil eigentlich ist es gar kein Weihnachtslied, sondern es geht um Drogenkonsum bzw. natürlich dagegen und ist auch so verstorbenen Musikern wie Jimi Hendrix gewidmet. Und jetzt viel Spaß mit Hymn. Thank you.
dem Fall auch schon von Anfang an der Florian Haas von den Thurgau-Menschen. Zwei Gäste, die sich noch nicht hier oben auf der Bühne befinden, haben wir noch im Petto. Einen davon werden Sie jetzt erleben und der wird, Achtung, den Fanfarenzug jetzt sogar gesanglich begleiten. Das nächste Musikstück ist eines der bekanntesten Lieder des Liedermachers Reinhard May. Ein Lied aus dem Jahre 1997 und auf dem Album Flaschenpost veröffentlicht. Der Text könnte aktueller nicht sein. Angelehnt ist das Lied zwar an alte Seemannsmelodien, aber im Text geht es um nichts Geringeres als den Ist-Zustand unserer derzeitigen Gesellschaft und Weltpolitik. Ich wünsche viel Spaß, gediegene Endzeitstimmung und ein waches Ohr für das Narrenschiff. Interpretiert vom Fanfaren zur Oberkirche und gesanglich begleitet von Mr. Ben Gunn. Viel Vergnügen. Der Präsident.
Instrumental für Popmusik. Instrumental Popmusik for Rust, so heißt es genau. So heißt der nächste Titel und der Name ist Programm, denn jetzt erleben wir ein Medley instrumentaler Poptitel. Wir hören nun ein Medley mit Songs von Elton John, Gershwin Kingsley, wer kennt ihn nicht, Vangelis, Alan Parsons und Eric Woolfson. Die Songs dürfen Ihnen bekannt vorkommen: Song for Guy, Chariots of Fire, Lucifer und Popcorn. Kleine Anekdote am Rande: Popcorn wurde schon mal vom Fanfarenzug als Einzeltitel gespielt. Bei der ersten geplanten Aufführung auf der Expo 2000 in Hannover. Allerdings hat der Wolfgang in der Generalprobe dann die Partitur zerknüllt und kurzerhand hat der Titel von der Titelliste gestrichen. Also hat nicht gut geklappt. Insofern gut ab, lass ich doch mal probieren. Wir werden sehen. Viel Spaß bei Instrumental Pop for Brass. Thank you.
Thank you.
wie Lord of the Lost abschneiden, bis zum Fanfaren zu kommen, ist es nicht geschafft. Im Gegensatz eben zu die Meute. Die covern elektronische Musik und setzen diese mit Blasmusik und Rhythmus um. Genau das will der Fanfarenzug jetzt auch erreichen. Bei dieser Nummer wird es Lichteffekte und Stroboskopeffekte geben. Ich möchte also hier eine kleine Warnung aussprechen, wenn jemand damit Probleme haben sollte, am besten Augen zu und nur hören. Ab jetzt geht es wirklich los. Techno und Blasmusik, geht das? Lasst es dich überzeugen mit The Man with the Red Face. We'll be right back.
Wir wollen sie natürlich so nach Hause schicken. Wir beenden den Abend mit keinem geringeren als mit Felix Lusch. Nein, okay. Robbie Williams und seinem Let Me Entertain You. Der Song wurde an der Phaseneröffnung 2019 das erste Mal aufgeführt. Und wie sich für den Abschluss gehört, sind jetzt auch alle Gäste wieder auf der Bühne. Zeno Peters, Roland Bigot, Christian Ganter, Michael Seidler, Raimund Kempf, Josef Huber, Hartmut Birk, Hubert Vogt, Michael Huber, Christian Schäuble, Thomas Musler, Florian Haas und Felix Dutsch. Ein Applaus! Also, let us in.
Applaus. Ich brauche einen Schreit nach Zugabe. Aber bevor wir das machen, lassen wir die erstmal bitte durchschnauben und ich möchte mich in der Zwischenzeit bedanken. Und zwar erstmal hier bei den beiden Jungs von der Technik. Vielen Dank, ihr macht das toll. Und natürlich erstmal nochmal einen Riesenapplaus für den Fanfarenzug der Nachwuchs-Oberkirche und alle Gäste in der Runde. Ja, also, wir als Verein, wir werden auch noch ein paar Worte sagen und ich übernehme das jetzt mal stellvertretend. Hauptsächlich Worte zu dir, Wolfgang, aber eben nicht nur, der Reihe nach. Carsten, so ein Abend wirkt nur in seiner Gänze und dazu gehört einfach auch die Moderation. Und vielen Dank, dass du das Publikum und uns so unterhaltsam durch den Abend gebracht hast. Und auch das Narrenschiff sicher durch den Sturm gelenkt hast. Das war ein Narrenschiff. Es ist einfach immer wieder toll zu erleben, wie sehr du dein Handwerk verstehst. Und deswegen nochmals vielen lieben Dank. Und jetzt habe ich drinnen stehen, das in der Klatsche. Also jetzt Applaus. So, weiter im Text. Bevor ich jetzt allerdings zu den Worten an bzw. zu unserem Dirigenten komme, gilt es noch, die fast wichtigeren Worte an jemand anderes zu richten. Liebe Steffi, Klammer auf, Isele, Klammer zu. Wir alle wissen, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Und du hältst selbst lange Jahre die Landsknechtstrommel bei uns mitgespielt und hältst einem Mann immer den Rücken frei. Und wir wissen sehr wohl, wie groß das Engagement von Wolfgang für diese Truppe ist. Und das neben Familie und Beruf. Daher ist es uns allen auch ein Anliegen, dir Danke zu sagen, da wir ohne deinen Einsatz oftmals nicht gemeinsam als Verein die Möglichkeit gehabt hätten, das umzusetzen, was der Wolfgang sich ausgedacht und wir dann gemeinsam umgesetzt hätten. Daher haben wir auch für dich ein kleines Dankeschön, komm doch vor und Applaus für die Vorbereitung. Also starte ich einfach mal zu Beginn deiner Dirigentenzeit. Diese wurde ja aus der Not heraus geboren und wir alle hätten uns gewünscht, dass es zu dem Zeitpunkt nicht erforderlich gewesen wäre. Aber du warst zur Stelle, hast dich der Aufgabe gestellt und bist Step by Step in diese Rolle reingewachsen. Klar, auch du musstest dich erst zurechtfinden und dir viele Fähigkeiten aneignen. Und du weißt ja auch, es ist nicht immer so leichtes Unterfangen, vor so einer Truppe zu stehen. Und diese Truppe, diese FZO-Familie, die hältst du zusammen. Gemeinsam haben wir schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Und ja, das verbindende Element, das ist das gemeinsame Musizieren und der Spaß daran. Aber die Musik, die steht ganz oben, aber die Menschen, die stehen im Mittelpunkt. Von groß bis klein, von jung bis alt. Und das sieht man auch, wie viele Familien hier mitmachen, meine eigene eingeschlossen. Zum Teil noch komplett, zum Teil noch einzelne Familienmitglieder. Und
weiß noch, wie eifersüchtig ich war, als meine Schwester Binja, dahinter steht sie mit der Bassposaune, als die mal am Freitagabend in Prob gehen durfte. Und dann ist die mit der S-Trompete heimgekommen und hätte das Instrument lernen dürfen. Und auch jeden Freitagabend in Prob dürfen. Und seither habe ich nur mitgefiebert, dass ich endlich auch mal mit am Freitagabend in Probe gehen darf. Und seitdem gilt für uns alle, nicht nur für mich, also ich denke für uns alle, am Freitagabend nicht in der Musikprobe zu sein. Also auch dann, wenn man aber nur wohlgemerkt abgemeldet ist, das gehört dazu, dann fühlt sich das einfach irgendwie falsch an, weil Freitag, das ist Musikprobe. Und Wolfgang, allesamt kannst du uns stets abholen, motivieren und begeistern. Und das ist nicht nur eine besondere Fähigkeit, sondern auch dein großer Verdienst. Und dafür kann man auch mal klatschen. Sein, dass du so klassischer Vereinsmeier bist, der den Job mal wirklich mit Leib und Seele ausführt. Und das eben neben so viele andere Verpflichtungen. Du schaffst als Vorbild, uns immer wieder zu motivieren und zu neuen, ich möchte schon sagen, Höchstleistungen zu bewegen. Und ich glaube, das haben wir heute Abend auch wirklich alle hier erlebt. Das ist immer ein wichtiger Punkt, denn die meisten Stücke, die arrangierst du ja selbst. Kreativ, abwechslungsreich, für das Publikum unterhaltend und auch immer klasse zum Spielen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit und auch kein Selbstläufer. Aber ich würde mal anhand von dem enormen Zuspruch sagen, den wir in den vergangenen Jahren bekommen haben, war es genauso wie es ist. Und jetzt habe ich eine Frage. Was sagen dir die Daten? 23.04.96, bearbeitet 13.03.2005, 28.12.2003 oder 19.09.2011. Sage dir die Lips. Altersbedingte Amnestie. Ich habe jetzt da stehen. Richtig! Also, nein, nicht richtig. Also, das sind nur einige Stücke, Wolfgang, die du selbst komponiert hast, nämlich das war jetzt beispielhaft Geschichte einer Stadt, Karkaschengala und Wie viele Musketär. Und das können auch nicht viele Leute von sich behaupten, derart anspruchsvolle Stücke zu kreieren. Und kreieren ist auch ein weiteres gutes Stichwort. Und das bringt mich zu dem Wort Kreativität. Deine kreativen Ideen, was Auftritte an der Fasnet angeht oder auch verschiedene Show- und Tanzeinlagen an der Fasneneröffnung, die sind immer wieder was ganz Besonderes. Und wir wissen, zum Beispiel im Januar, wenn es dann mit großen Schritten auf Fasneneröffnung zugeht, irgendwas kommt dann bestimmt noch von Wolfgang. Irgendeinen Vers hätte er sich noch einfallen lassen. Und wenn es dann soweit ist, erst mal große Augen machen, kurzes Stirnrunzeln und dann heißt es zum Beispiel kollektiv, alles klar, machen wir mit. Das ist einfach toll. Und das zeichnet auch diesen Verein und dein Vorstehen aus. Deswegen ist es echt klasse. Und zu guter Letzt will ich aber noch einen Blick nach vorne richten. Denn dieses Jubiläum ist, im Gegensatz zu dem musikalischen Abschied meines Vaters heute, den er gegeben hat, ja noch nicht das Ende. Und wenn ich mich so umschaue, da sehe ich drei wichtige Dinge, die eben auch dein Verdienst sind. Erstens, wir sind noch da. Als Fanfarezug. Und da muss man sagen, wenn man sich so verbandsweit umschaut, ist das auch keine Selbstverständlichkeit. Zweitens, ich sehe keine Truppe von überalternden Musikern. Und jetzt schaue ich bewusst niemanden direkt an. Nee, aber schaut, wie viele junge und junggebliebene Musiker bei uns dabei sind und auch waren. Wir sind eine durchmischte Truppe, die richtig Lust hat, gemeinsam Musik zu machen und das auch weiterhin. Und wir werden auch, dass dieser Verein weiter bestehen bleibt.
vielleicht anders aufgestellt und mit der ein oder anderen Anpassung an die heutige Zeit. Aber genau das ist das, was dir in den vergangenen 30 Jahren gelungen ist und weswegen eben diese Truppe hier nach wie vor nach deiner Pfeife tanzt. Und das mit großer Freude. Lieber Wolfgang, genug der Worte. Wir haben noch ein kleines Präsent für dich, deswegen darfst du jetzt einfach mal herkommen. Das sei aber wohlgemerkt nur ein Teil, der Rest gibt es später. Und jetzt bitte ein riesen Applaus. Roland, Christian, Michael Seidler, wenn ein paar Michael dabei sind, ich muss mich umgewöhnen. Und der Raimund, auch alle von der Stadtkapelle oder der Thunderband, der eine oder andere muckt ja da auch mit, also der Phasensbezug ist auf jeden Fall gegeben. Dann der Chris Schäuble, vom Fanfarenzug Oppenau, freut mich ganz besonders, dass eben wir auch über Jahre hinweg ein super Verhältnis haben. Eine Selbstverständlichkeit. Dann, was auch für mich eine absolute Herzensangelegenheit heute war, dass der Felix Duksch mitmacht beim Abschied von seinem Vater. Seit ein paar Wochen, Monate, Jahre schon leider nicht mit, fest in unserer Reihe. Vielleicht findet er irgendwann den Weg zurück. Aber diese Aktion, dass er bei dem Konzertabend mitgemacht hat, er war lange Jahre mein Stellvertreter und ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Vielen Dank nochmal dafür und eben, dass du heute Abend da warst. Super. Zeno aus Stadtkapelle, auch keine Selbstverständlichkeit. Das hätte man sich, glaube ich, vor 10, 15, 20 Jahren nicht vorstellen können, dass wir so eine Aktion hier machen. Man durfte auch am Gala-Konzert mit der Truppe mitwirken. Es zeigt einfach dieser Abend, es zeigt einfach die letzte Woche, 4 bis 6 Wochen intensive Probearbeit, auch in dem Kreis, immer wieder ein bisschen wechseln, aber Musik verbindet. Und die Vereine sind jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen näher zusammengewachsen. Das war richtig toll, es war sehr anstrengend, aber mir hat es riesig Spaß gemacht und ich glaube deine Leute auch und das ist für mich ja eigentlich das Wertvollste und dass wir jetzt das Ergebnis präsentieren können, hier, das ist natürlich auch vom praktisch vollbesetzten Saal, super klasse, super Erlebnis, immer. Ja, aber vielen Dank nochmal an euch, dass wir so einen Abend möglich machen konnten. Möchte ich auch von meiner Seite nochmal Dankeschön sagen. Einmal auch der Stadtverwaltung, der Matthias Benz, habe ich vorhin mal gesehen, dass wir auch da immer die Unterstützung haben, dass wir auch da die Räumlichkeiten bekommen, Proberaum und so weiter. An dieser Stelle vielen Dank. Die Zusammenarbeit ist richtig top. Dann nachher zur Vorstandschaft, da ist auch die Unterstützung immer da. Mir kostet auch ein bisschen Geld. Und nahezu fleischt sich uns auch keine Selbstverständlichkeit. Vorstandschaft, erweiterte Vorstandschaft. Vielen Dank dafür. Dann, vorhin wurde es kurz erwähnt, aber das muss ich auch nochmal loslassen.
sich gelohnt, dass man den Weg eingeschlagen habe. Und den Weg hätte ich nicht einschlagen können, deswegen muss ich auch ein ganz dickes Dankeschön sagen an Volker Vogt, der damals als Stellvertreter gesagt hat, jawohl, das probieren wir gemeinsam. Und ohne ihn hätte ich das nicht gemacht. Und das ist einfach nach 30 Jahren, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Wolfgang Dutsch, haben wir vorhin schon gehört, er war für mich auch in der Zeit immer Stütze. Aktuell meine Stellvertreter, der Sebastian, den man gerade gehört hat, der Simon, die sind auch immer, wenn ich mal nicht kann oder mit Rat und Tat, da unterstütze mich. Das klappt einwandfrei. Es sind viele Helfer im Hintergrund, ich werde mich da im Nachhinein auch dann nochmal bedanken bei denen. Aber auch heute, ich möchte hier in dem Kreis auch Leute danke, die hier nicht anwesend sind oder anwesend sein können, die einfach maßgeblich an meinem musikalischen Weg teilgehabt haben. Einmal am Ede Lippert, wenn der mir nicht vor, ich weiß nicht, 33 oder 34 Jahren schwindiges Versprechen für die Jugenddisco abgenommen hätte, dass ich in der Fanfare zugehe, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen. Dann am Bernd Kiefer, der, bei dem ich meine erste Trompetentöne lernen durfte. Er hat mir auch viel gezeigt, hat mir viel mitgegeben. Dann leider letztes Jahr verstorben, Fritz Söllner. Dem habe ich so viel zu verdanken. Das war mein Trompetelehrer, der hat mich gefördert, der hat mich in die Stadtkapelle geführt. Das werde ich ihm auch so nie vergessen und deswegen werde ich ihm auch da immer ein Andenken. Oder er hat da immer ein Andenken bei mir. Gut. Und dann möchte ich auch danke dir nochmal, Zeno. Unter dir durfte ich in den letzten 22 Jahren so viel lernen, mitmachen, ab und zu auch mal die Faustspalle, aber er treibt einen ab und zu an den Rand des Wahnsinns, aber auch immer über die eigene Grenze. Und da habe ich, glaube ich, auch viel mitnehmen dürfen, was ich dann auch wieder in dem Kreis mitverwenden habe können. Dann will ich von der Musik ein bisschen weggehen. Ich will meine Eltern danken, meiner Familie, meiner Schwester, die am Anfang, wo ich Trompete gelernt habe, manchen schräge Ton ertragen musste und auch manchen Frust. Mich immer wieder aufgebaut und unterstützt, auch keine Selbstverständlichkeit meiner Familie. Vorhin wurde es gesagt, bei meinen Kindern, es ist was Großartiges, mit seinen eigenen Kindern auf der Bühne zu stehen und dass ich da auch noch den Vater aushalten muss. Aber es macht Spaß. Steffi, ja, das habe ich jetzt gesagt, wenn du nicht gewesen wärst, ich hätte manches Mal schon Sand durchgeworfen und du hast gesagt, nee, mach weiter. Du hast mich immer aufgefangen und viel Zeit auch geopfert und auch mal wieder die Faust in der Tasche gemacht. Jetzt ist der Verein wieder vorne dran. Vielen Dank dafür, weil ja, ohne starke Frau hinten dran geht's nicht. Wir haben uns ja auch durch die Musik kennengelernt in der Stadtkapelle. Also Musik verbindet auch da einfach. Ja, und am Schluss muss ich, ist vorhin auch schon gefallen, eigentlich meiner zweiten Familie, den Jungs und Mädels dahinter danken. Eine affegeile Truppe, wir haben etliche Höhe und Tiefe miteinander erlebt, aber wir haben uns immer wieder zusammengekauft und sind als Team zusammengestanden. Sie halten mich aus, sie tragen mich, sie motivieren mich und der Sebastian hat vorhin gesagt, sie sind einfach bereit, jeden Mist mitzumachen. Neues auszuprobieren, auch da, sie sind wirklich bereit, auch an Grenze zu gehen oder über Grenze hinaus. Und da bin ich echt auch riesig stolz, dass ich so eine Truppe habe, wo ich sowas auch ausleben kann. Jetzt wirklich genug der Worte. Jetzt kommen wir endlich zu der Zugabe. Vielen Dank für die Musik. Thank you for the music.
Vielen Dank.